Was? Wissen die, dass ich schwarz bin? Sollten sie? Willst du nicht vielleicht? Du weißt schon. Mom und Dad, mein schwarzer Freund kommt dieses Wochenende mit raus. Ich will nur nicht, dass ihr einen Schock kriegt, weil er ein schwarzer Mann ist. Kinocast. Hallo und willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Heute mal etwas kleinere Runde, was aber nicht schlechter sein muss. Die Kate ist mit da. Hallo Kate. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Erik, auch wieder mit am Start. Und wir haben auch ein paar Filme für euch und mal gucken, was uns noch so einfällt. Lasst euch da einfach mal überraschen. Heute in der Folge Nummer 469 habe ich gerade festgestellt. Und wir beginnen mal mit der Sneak Preview von vergangener Woche. Das ist nämlich der Film Monsieur Pierre geht online. Wie man aus dem Titel vielleicht schon ein bisschen erkennen kann, es handelt sich um einen französischen Film und aus Frankreich kommen ja hauptsächlich irgendwelche Komödien zu uns. So auch dieser Film. Es ist eine Komödie mit Pierre Richard. Ja, der ist nämlich der Monsieur Pierre, hat quasi den gleichen Namen wie im Real Life, der Monsieur Pierre. Und Pierre Richard, manche kannten ihn, glaube ich, nicht in der Sneak. Die wussten mit Pierre Richard jetzt nicht so viel anzufangen. Auch auf Arbeit, als ich manchen erzählt hatte, was wir für einen Film in der Sneak hatten, die wussten jetzt auch nicht so Pierre Richard. Vielleicht ist es so ein Ding, weil bei uns im Osten damals, da liefen sehr viele französische Komödien mit Pierre Richard im Kino. Und die habe ich alle gesehen hier. Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh und so eine Scherze. Mhm. Ich weiß nicht, ob sagt dir das was? Oder ist das auch für dich ganz weit weg? Nee, ich kenne den irgendwoher. Ich suche gerade den Film dazu. Ob ich da was finde? Wie sagt der so? Hat der nicht schon mal irgendwo in einem französischen Film mitgespielt, den wir erst gesehen haben? Den wir erst gesehen haben? Boah, das glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht. Wie kommt der so bekannt vor, der Mann? Also definitiv ein Begriff. Und ich habe gerade ein Bild vor Augen. Natürlich, den kennt man doch. Ja, so also ich kenn 80er und 90er und so. Eigentlich, also ich habe da sehr, sehr viele Filme mit ihm geschaut gehabt. Die liefen halt auch bei uns im Kino und bei uns war es so, da liefen im Kino in der DDR liefen sehr, sehr wenige Filme aus dem westlichen Ausland. Da liefen sehr viele aus der Sowjetunion, aus Russland, ja, und aus Polen und sonst woher. Also aus den Freundesländern, sagen wir so, von der DDR. Also auch irgendwelche vietnamesischen und irgendwelchen nordkoreanischen Filme. Die haben wir aber alle nicht geguckt und haben halt eher so die aus dem Westen interessiert. Und wenn dann mal ein Film lief, der lief dann gleich auch mal ein paar Monate. Und deswegen, wir haben die halt alle aufgesaugt. Da haben wir dann immer geguckt, was da irgendwie aus dem westlichen Ausland war. Und die haben wir dann geschaut und so auch diese Filme. Ja, da gab es dann natürlich noch Louis de Funès. Der ist vielleicht noch bekannter. Und jedenfalls hier in dem neuen Film geht es darum, er ist nun mittlerweile ja auch schon etwas älter, Pierre Richard, und er spielt halt auch ja ein genauso alte Figur. Ich gucke gerade mal, wie alt er eigentlich ist. Pierre Richard, ich hätte mich mal ein bisschen besser vorbereiten können eventuell. Der ist geboren 1934, also ist doch schon etwas älter. 82. Und er spielt hier den Rentner Pierre und der hat vor nicht allzu langer Zeit seine Frau verloren und ist da ein bisschen ja, sehr traurig dadurch und sagt halt immer so, ja, er ist ja bald dann mit ihr zusammen, wenn er auch endlich so das Zeitliche segnet. Also ist schon ein bisschen, hat schon ein bisschen so mit dem Leben abgeschlossen, geht auch nicht mehr raus, verbringt die Zeit mehr oder weniger nur bei sich in seinen eigenen vier Wänden. Seine Tochter, die kommt aber immer mal zu ihm vorbei und macht da auch mal die Vorhänge auf, dass mal wieder Licht reinfällt ins Zimmer und räumt mal ein bisschen auf und kauft für ihn ein und sorgt immer dafür, dass er ein bisschen mit so angebunden ist, was so gerade aktuell ist in der Familie, nämlich seine Enkelin, also quasi die Tochter von seiner Tochter, die ist mit einem Typen zusammen, die hat ihren eigentlichen, ich weiß gar nicht, ob die schon verlobt waren, aber die hat ihren Freund, den sie hatte, der eigentlich, wie man so sagt, eine ganz gute Partie war, also der gut verdient hat und in einer guten Firma gearbeitet hat und so, den hat sie
Knall auf Fall irgendwie sitzen lassen, weil sie irgendwie nach so einer Kneipennacht hat sie mal einen kennengelernt und das war so lieber auf den ersten Blick und mit dem ist sie dann zusammen und wegen dem hat sie den anderen abgeschossen. Der Neue ist aber eher so ein, ja, der ziemlich brotlose Kunst, der versucht irgendwie, er hatte einmal eine Kurzgeschichte geschrieben, die ein bisschen erfolgreich war, dann versucht er halt als Schriftsteller irgendwie, ja, einen Job zu bekommen. Dann versucht er irgendwie beim Fernsehen anzuheuern, weil er da für irgend so eine Krimiserie, was so ein bisschen CSI-mäßig ist, da irgendwelche Drehbücher schreiben will. Und das ist überhaupt nicht so sein Ding. Und die Tochter, also quasi die Schwiegermutter von dem, den ich gerade beschrieben habe, also die Tochter von Monsieur Pierre, versucht dann halt, den jungen Mann einen Job zu verschaffen, nämlich indem er dafür sorgt, dass der Monsieur Pierre sich im Internet ein bisschen zurechtfindet, also quasi so ein Internetführerschein macht, ja, weil der kennt sich da ein bisschen aus mit Computern und so. Und der Monsieur Pierre hat da noch nie was gemacht und dann sagt sie hier, ich bringe euch beide zusammen, da kannst du ein bisschen Geld verdienen, ich bezahle dich dafür. Du erklärst dem halt, wie das geht mit dem Internet, mit Computern, dass der ein bisschen skypen kann und dass er überhaupt mal ein bisschen wieder einen Blick in die Welt hat, was es so gibt. Und er soll ihm aber nicht sagen, dass er mit der Enkelin quasi zusammen ist. So ein bisschen das will sie nicht, dass er das weiß, weil der Monsieur Pierre, der hängt auch noch ein bisschen an dem alten Freund der Enkelin, der fand ihn irgendwie ziemlich cool, mit dem hat er sich gut verstanden, deswegen hat sie auch gemeint, es wäre wohl besser, er sagt ihm nicht, dass er der Neue ist und so. Und das ist so ein bisschen so ein kleines Geheimnis, was halt am Anfang, das ist jetzt kein Riesending, es kommt dann zwar irgendwann früher oder später raus, das kann sich jeder denken, dass es irgendwann rauskommt, aber es ist jetzt nicht so, dass dann so hingekünstelt ist, dass alles ein Riesendrama ist. Die Sache ist dann die, er hilft ihm, das ganze Ding einzurichten und dann findet Monsieur Pierre natürlich auch Gefallen an Online-Dating. Blöd ist nur, dass er mit seinem fortgeschrittenen Alter ja nun nicht mehr so richtig auf dem Heiratsmarkt irgendwie oder auf dem Datingmarkt aktiv werden kann. Zum Glück hat der junge Mann, der ihm den Rechner eingerichtet hat, ihm gezeigt, wie die Webcam geht und hat da ein Foto gemacht von sich, um ihm das zu zeigen. Und dann nutzt er dieses Foto quasi seines, in Anführungszeichen, was ist das, eine Schwiegersohn ist das ja nicht. Wie ist das eine Stufe, eine Generation tiefer? Wie nennt sich das? Schwiegerenkel? Keine Ahnung. Aber du weißt, was ich meine. Also nutzt er dieses Bild fürs Online-Dating und fängt da an, mit zig Frauen irgendwie zu schreiben. Und weil er halt ja sehr, sehr erfahren ist, hat er schon viel erlebt und ist auch sehr romantisch und so. Schafft das dann, dass sich quasi die Frauen reinweg von dem, was er schreibt, in ihn verlieben, ja. Und aber irgendwann wollen die sich natürlich auch mal treffen. Und jetzt kommt Monsieur Pierre darauf, dass doch eine lustige oder eine gute Idee wäre, wenn quasi der ihm das eingerichtet hat, das Internet, wenn er da halt mitkommt und er setzt sich dann quasi so an den Nebentisch, um das so ein bisschen mitzuverfolgen, ja. Gibt ihm aber nur so rudimentäre Informationen, was er da eigentlich die ganze Zeit mit den Frauen hin und her geschrieben hat, weil er meint, naja, da ein bisschen Spontanität ist ja auch ganz gut. Und das ist dann schon ziemlich absurd und urkomisch, was da so passiert. Also da sind auch Szenen drin, die sind einfach total herrlich. Also da gibt es eine Szene, die muss ich jetzt mal versuchen zu beschreiben, ohne dass ich jetzt irgendwie spoiler oder so. Auf jeden Fall sind da sehr, sehr viele verschiedene Personen in der Wohnung von Monsieur Pierre und die Dialoge laufen so irgendwie aneinander, na, nicht vorbei, aber die einen denken halt, dass da gerade was ganz anderes ist und wiederum, ja, die anderen haben halt Geheimnisse vor den anderen und der Zuschauer weiß es und der weiß dann auch, wenn bestimmte Fragen gestellt werden, warum die, ich kann es nicht beschreiben, wer den Film gesehen hat, ist einfach eine urkomische, total genial geskriptete Szene, wo irgendwie alle bei ihm in der Wohnung sind und da passieren einfach Dinge, wo man sagt, boah, wie sind die da drauf gekommen und es funktioniert auch alles und es greift so herrlich ineinander, ist einfach wunderbar. Es klingt super lustig. War der auch so lustig?
Der war, also ich fand den sehr, sehr lustig, den Film. Ich weiß, der Chris ist ja heute nicht dabei, aber ich weiß nicht, ob du mit ihm drüber geredet hast. Der fand, glaube ich, nicht ganz so lustig. Bei mir kam noch mit dazu, dass ich ja eh irgendwie so französische Komödien, ja, bin ich ja eher auch so von jeher ein bisschen zugeneigt. Am Anfang stand irgendwas da mit belgische Filmförderung. Dachte schon, um Gottes Willen, hoffentlich ist nicht meine Lieblingsschauspielerin dabei. Aber die junge Dame, die dann in Brüssel, das ist nämlich eine von den Online-Dating gedateten Frauen, ahuiuiui, also das ist ja nur wirklich das völlige Gegenteil von meiner belgischen Lieblingsschauspielerin, also wie heißt die? Hier die Schauspielerin Fanny Valette heißt die jetzt. Also wer die mal googeln möchte, Fanny mit A, Fanny Valette. Muss also, ich jetzt nochmal nachgucken, was bei dir so hui auslöst. Aber in dem Film, aber hallo, also das war, ich habe jetzt mal Google Bildersuche, da gibt es so ein bisschen gemischte Bilder von ihr. Aber zumindest hier in dem Film, da kam die schon wahnsinnig gut rüber. Und ja, ich fand den halt einfach zum einen Pierre Richard auch mal wieder zu sehen, was ja sowieso irgendwie eine französische Filmlegende ist, ja. Und ich habe irgendwie den gefühlt Jahre nicht gesehen im Kino. Ich habe mich total gefreut, einfach den wieder zu sehen und wie er so gespielt hat. Das ist halt einfach so, als wäre er irgendwie nie weg gewesen. Er ist halt nur ein bisschen älter und seine Witze sind nicht ganz so mit dem Holzhammer teilweise wie bei Der große Blonde. Ich fand es sehr, sehr lustig und großartig, den Film. Hat der Chris irgendwas gesagt zu dir? Nee. Nee. Der hat gar nicht viel gesagt, weil ich war ziemlich tot an dem Tag. Habt ihr euch die ganze Woche danach war ich nicht gesehen? Doch, habt ihr nicht darüber geredet. Zusammen, aber wir haben eigentlich kaum drüber geredet, weil einfach immer irgendwas anderes war. Aber ich denke, wenn es ihm extrem gut gefallen hätte, hätte er mir davon erzählt. Ah. Dann hat er gesagt, oh, da hast du einen super Film verpasst oder so, aber das kam nicht. Ich sehe gerade in der IMDb, der Film heißt im Original Un Profil pour deux, also ein Profil für zwei, was natürlich auch Sinn macht, weil ja quasi der eine hat geschrieben und der andere hat sein Bild quasi dafür hergegeben und hat sich mit denen da getroffen. Ja, nee, also ich kann den Film durchaus empfehlen. Es war jetzt nicht ganz so der durchgehende lustige Film wie irgendwie Willkommen bei den Stieß oder weiß nicht, wie diese anderen französischen Filme, wenn man es damit vergleichen möchte, aber auf einem, ja, gerade in der Sneak, also wenn ich da überlege, was wir da schon für Filme hatten und als es hier losging mit ja, Frankreich, Belgien und boah, und stand auch was irgendwie mit nordrhein-westfälische Filmförderung, boah, kannst dir das Raunen wieder vorstellen. Und es war so, du kannst dich erinnern, wir hatten, wenn da diese Filmstudios anfangen, da gibt es so ein Ding, das heißt Neue Visionen, kannst du dich erinnern? Ja. Und das war immer so ein Zeichen, oh, jetzt kommt ein schlechter Film, weil das war meistens irgend so eine europäische Produktion, die irgendwie so, boah, ja, wir geben nochmal ein bisschen. Und da habe ich auch schon wieder gedacht, aber anscheinend bestätigen Ausnahmen die Regel, weil das kam nämlich hier auch. Und ich habe natürlich gedacht, ja, oh, neue Vision, oh. Und dann kam hier gleich mit belgischer Film, und dachte ich, oh nein. Du wolltest schon aufstehen und gehen. Ich hab mal zum Chris rüber gefragt, Chris, spielt da meine Lieblingsschauspielerin mit? Und er meinte so, er weiß es nicht. Okay. Und dann habe ich irgendwas mit Pierre Richard. Und das Einzige, was man dem Film vielleicht noch ein bisschen vorwerfen könnte, was ich immer so ein bisschen, ja, wenn ein Film in Paris spielt und du siehst gleich in den ersten Establishing-Shots, siehst gleich irgendwie die Big Five, irgendwie touristische Attraktionen und sowas. Das finde ich immer so ein bisschen mit einem Holzhammer dann so nach dem Motto, hey, ja, wir sind wirklich in Paris, hier, guck mal hier. Und es geht auch subtiler. Feel the vibe und so, ne? Ja, es geht auch subtiler, genau. Aber ja, ich fand's schön und wenn der jetzt startet, so ins Frühjahr rein, ja, ich weiß gar nicht, wann läuft denn der an? Was steht denn hier? Release Date 22. Juni 2017, stimmt das? Ja, läuft das in 2 Monaten an. Ist ja dann eigentlich ja fast schon ein bisschen spät. Im Frühling wäre es besser gewesen. Empfehlenswerter Film. Schöne, ist aber, ja, ist jetzt nicht so eine typische Romanze, so wie,
ja, wie in amerikanischen Filmen, irgendwie zwei finden sich und dann müssen sie noch ein bisschen Schwierigkeiten überwinden, bis sie dann gänzlich hier Happy Ending und Friede vor der Eierkuchen. Also so ist es definitiv nicht. Es ist halt eine französische Komödie mit Liebe auch, aber da geht's halt auch mal so zur Sache, ne? Und da kann man halt auch mal mit anderen rummachen, selbst wenn man mit einer zusammen ist und so. Also das, ja, und umgekehrt, ne? Also das ist halt, Und fand ich sehr angenehm, das mal nicht so in diesen starren Konventionen vom Hollywood-Kino zu sehen. Also Empfehlung von mir, aber wie gesagt, bei mir ist es eh ein bisschen durch Frankophilität gefärbt und am besten, ihr guckt dann alle nochmal in unsere Metropol-Sneak-Facebook-Gruppe rein, was dort die Leute so, ach, das können wir ja gleich eigentlich live hier machen. Können wir mal gucken. Also ich gebe auf jeden Fall 7,5 von 10 Punkten und ich werfe mal einen Blick hier rein. Ah, dort in unserer Gruppe habe ich 8 gegeben, weil es keine Komma-Punkte gibt. Da habe ich einfach mal großzügig aufgerundet. Es hat auch einer 9 gegeben. Damit sind wir eigentlich die, die es am besten bewertet haben. Ich glaube, das Gros der Voter befindet sich zwischen 5 und 6 Punkten, wenn ich sehe. Na, 4 haben auch 2 gegeben. Ja, also so im Mittelfeld. Wenn ich das hier so... Der Mathelehrer ist heute leider nicht da. Der hätte das jetzt im Kopf hier ratzfatz ausgerechnet hier. Aber machen wir morgen. Jo, dafür kannst du mal die Sneak-Tipps für morgen machen. Ja, sehr gerne. Also der Tipp für morgen lautet, ich finde, wir sollten uns wiedersehen. Ja, was halten Sie von morgen? Das hört sich ja schon mal sehr spannend an. Getippt wurde fleißig, vor allem vom Erik. Ich habe gestern erst, weil ich gemerkt habe, ich habe noch nichts. Ja, schauen wir mal, der Andreas hat noch getippt, da sich das ein bisschen so nach dem Zitat aus Täglich grüßt das Murmeltier anhört, meint er, es könnte der Film kommen, wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei. Wie er drauf kommt, weiß ich nicht, weil ich den Trailer noch nicht gesehen habe, aber vielleicht werde ich mir den mal anschauen, wenn er so denkt, dass es kommen könnte. Und der Thomas hat dann noch getippt auf mein neues bestes Stück. Das hört sich seltsam an. Und dann hast du noch getippt, Erik. Achso, ja, ich habe gerade hier kurz die Geschichte durchgelesen zu Wenn du stirbst hier, aber ich weiß nicht, wie die drauf kommen. Egal, ich habe noch getippt, Table 19, Liebe ist fehl am Platz. Der lief nämlich in ein paar anderen Sneaks, zum Beispiel auch bei den Kollegen von den Leinwandperlen. Deswegen, ich weiß nicht mehr, warum ich das jetzt getippt habe, aber irgendwie, ja, hat das so gepasst, so mit, dass sich zwei sich nochmal wieder treffen und dann richtig verlieben oder irgend sowas war da. Und das Ende ist erst der Anfang, hatte ich auch noch, weil so nach dem Motto, ja, zieht das ganze Leben irgendwie an dir vorbei und du siehst halt die Sachen nochmal oder so, keine Ahnung, oder wer weiß, könnte auch sein, lief auch in manchen Sneaks, deswegen habe ich das auch mal mitgetippt. Ja, bin gespannt, also wir gehen ja morgen. Ja. Und ja, wir gehen morgen. Gucken mal, was uns da so erwartet. Ja, ich habe noch einen Film im Kino geguckt gehabt, nämlich Get Out. Nachdem das ja nun wirklich von allen möglichen Leuten empfohlen wurde, dieser Film, inklusive auch der Steff in unseren Kommentaren. Und weil ich ja ein bisschen auf Horrorfilme stehe, habe ich mir gedacht, na, den musst du dir mal geben, weil ich mag ja auch so Independent-Filme, so kleine Produktionen, die irgendwie eine coole Idee haben, wo du sagst, yeah, da war zwar nicht viel Geld da, das sieht man dem Film auch an, aber die Idee, die rockt einfach und da drücke ich auch gerne ein paar Augen zu. Hier in dem Film, gedreht von Jordan Peele, der Hauptdarsteller heißt Daniel Kaluuya und Allison Williams spielt die Hauptrolle. Die zwei sind ein Pärchen. Er ist schwarz, sie ist weiß und die sind schon eine Weile zusammen und irgendwann sagt sie dann halt mal, ja, ich will dich gerne mal meinen Eltern vorstellen und ja, gibt so ein bisschen Diskussionen dann so, weil so nach dem Motto, ja, wissen deine Eltern, dass ich überhaupt, dass ich schwarz bin, weil du hast denen ja kaum noch was von uns erzählt und so und sie druckst auch so ein bisschen rum und dann fahren sie halt in diese Vorstadt-Idylle, wo wirklich nur Weiße leben in so Vorstadthäuschen mit so kleinem Gärtchen davor und wirklich so eine, fast wie so eine Gated Community, die so unter sich bleiben und alles irgendwie ganz suspekt. Aber die
die Familien, die haben auch Schwarze dort, nämlich so als, also so ein Hausmädchen haben sie da. Und dann haben sie noch irgendwie so einen Gärtner. Aber die verhalten sich alle nicht so, ja, wie man es eigentlich so kennt. Also er geht ja dann auch mal zu so einem hin, so hey, what's up und so. Und so ganz locker flockig versuchte mit ihm ins Gespräch zu kommen, mit dem Gärtner. Und der redet aber eher wirklich wie ein Weißer halt, ne? Also, und auch als er ihm zum Beispiel die Faust zum Fistbump hinstreckt oder so, dann nimmt er quasi die Faust in die Hand und schüttelt die und so, ne? Also wirklich so ganz suspekt. Und dieses unbehagliche Gefühl wird halt immer stärker. Man weiß halt nicht, was ist da los und so. Und da kommen teilweise auch so rassistische Kommentare von den, auch von den Eltern und so. Und dann haben die, ist auch so eine größere Party angekündigt. Und da tut die Tochter erst so ein bisschen überrascht, so was und so, das ist jetzt morgen schon und so. Ja, aber du weißt doch, hier der Termin ist immer der gleiche. Und ja, irgendwie zu dieser Party kommen dann alle mit so schwarzen Limousinen vorgefahren und da sitzen auch irgendwie 90% sitzen da Weiße drin in den Autos. Und die haben aber teilweise, manche haben auch so ältere Frauen, die haben auch jüngere Schwarze als Partner. Und aber die benehmen sich halt auch alle total seltsam. Also die kleiden sich jetzt nicht so. Und den einen, den kannten die sogar, hat er festgestellt. Ne? Da schickt er dann seinem Kumpel zu Hause mal so ein Foto, weil die kannten den aus ihrem Ghetto, sage ich mal. Nicht Ghetto, also aus ihrer Hood dort. Und der benimmt sich irgendwie völlig anders. Der ist irgendwie vor ein paar Monaten mal verschwunden plötzlich. Jetzt ist er dort mit einer älteren, weißen Frau jetzt plötzlich verheiratet und benimmt sich total seltsam. Und das wird halt alles immer mysteriöser. Und ich muss auch, ich will auch jetzt aufhören, ich will nicht mehr so viel jetzt erzählen. Oh Mann, ich würde gerne mehr wissen. Das war eigentlich jetzt nur der Anfang des Films, weil da sind so viele What-the-fuck-Momente drin, die will ich einfach niemanden kaputt machen. Und man muss den einfach mal gucken. Der Film hat einen großartigen Soundtrack. Also immer wenn, sag mal, echte, in Anführungszeichen, echte Musik gespielt wird, absolut großartig, cool ausgesuchte Musik. Bis hin zu Dirty Dancing, muss ich sagen. und der Score, also die komponierte Musik für den Film, die ist auch einfach wirklich toll. Und der Film steigert sich ganz, ganz extrem zum Ende hin. Und das ist einfach, der haut einen einfach um. Man hat ja denselben Wissensstand wie der Hauptakteur. Und sowas ist immer eine sehr, sehr gute Idee, wenn man als Zuschauer irgendwie, weil dann fiebert man mit, denkt man, oh, was war das jetzt und so. Und der Film verarscht einen auch nicht. Der Film nimmt den Zuschauer auch ernst. Also immer dann, wenn man denkt, das kann aber jetzt nicht sein, weißt du, dann stellt sich der Hauptdarsteller auch die Frage, das kann aber jetzt nicht sein oder so. Manchmal sind es nur seine Augen, weil der spielt auch total gut, weil du siehst ihm das dann an, dass er sagt, was ist denn jetzt und so. Und ich finde das total gut. Also der Film, der bevormundet einen jetzt nicht und ja, man geht halt mit ihm mit und man erlebt halt Sachen und der Hauptdarsteller, der macht dann halt auch nichts irgendwie Unrealistisches. Ja, es ist so eine Tour de Force, die da beginnt und man ist halt bei ihm dabei und man denkt halt auch immer, okay, ja, das hat halt alles Hand und Fuß. Es ist halt wirklich, es ist ein extrem gut durchdachter, guter Film. Wirklich, Hammer, Hammer. Also jetzt gemeint hast, dass es ein Horrorfilm ist und wo du dann erzählt hast von dieser Feier, die ja jedes Jahr stattfindet, dann mit diesen Limousinen, da musste ich dann direkt irgendwie denken an Purge denken, an diese kontrollierten Partys von den Reichen. Aus dem zweiten Teil von The Purge, dachte ich auch so, das hört sich jetzt voll an, als wäre das ein Event, wo die jetzt die ganzen Schwarzen dahin metzeln oder so, keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Also aber so wie Purge ist es nicht. Da geht dann der Kopf voll gleich mit einem durch, wenn du nur so einen Anreiz gibst. Ich habe jetzt richtig Bock, den Film zu gucken. Aber genau das ist auch so, da kommen manchmal so Sachen, wo man sich denkt, oh, das hast du doch schon mal in dem Film sowieso irgendwie sowas Ähnliches und das könnte das und das sein. Aber dann, ja,
dann nimmt der dann Film ist dann irgendwie, ganz anders. Irgendwie anders oder anders abgefahren oder noch schlimmer und sonst was. Also man denkt sich immer, oh, das kann doch jetzt nicht sein. Und dann, nee, das könnt ihr jetzt nicht bringen. Und dann bringen sie es noch eine Stufe schlimmer, als du eigentlich dachtest. Und boah, also echt cool. Und ja, der Film beginnt auch schon. Ja, ich sag mal nichts. Nee. Also man kann halt nicht viel drüber erzählen, weil wenn man sagen würde, was an dem Film richtig geil ist, dann würde man eigentlich zu viel vorwegnehmen. Deswegen, ihr müsst einfach mal, liebe Hörer, ihr müsst einfach mal den vielen Leuten einfach mal glauben, die sagen, der Film ist gut und müsst ihn euch angucken. Mehr sage ich jetzt nicht. Also wer ein bisschen, ja, Horror und Thriller, man kann den eigentlich nicht beschreiben, es sind eigentlich viele Sachen drin, da ist Gesellschaftskritik drin, da ist irgendwie alles dabei. Dann guckt ihn euch an und wenn ihr nicht anguckt, dann habt ihr was richtig Gutes verpasst. Der Film hat ja irgendwie nur eine Handvoll Dollar gekostet und hat in den USA schon 150 Millionen eingespielt und das ist mal ein guter und nicht so wie Bye Bye Man oder irgend so ein Müll da. Das ist eben das, was ich da meinte, wenn da irgendwie, da muss eine coole Idee her, wenn da eine coole Idee und die muss einfach konsequent umgesetzt werden, ohne jetzt das Publikum da zu verarschen und das macht einfach der Film. Der ist richtig gut. Ich denke mal auch, wie das meistens so ist, wenn so in Anführungszeichen kleine Produktionen so durch die Decke gehen, dann wird aus den Schauspielern meistens auch noch was. Also die werden wir bald irgendwo wiedersehen. Würde mich schwer wundern, wenn es nicht so wäre. Also, weil mir der Hauptdarsteller irgendwie aus dem Trailer schon bekannt vorkommt. Mal schon gucken. Ja, weiß nicht. Hat er schon irgendwas gemacht? Bestimmt, warte mal, guck mal rein. Also die Hauptdarstellerin, da hatte ich das Gefühl, ich hatte sie schon mal gesehen, aber alles, was die gemacht hat, kannte ich nicht. So, ich guck mal, Daniel Kaluuya, der hatte Watership Down, eine Serie. Bei Sicario hat er Reggie Wayne gespielt, an den kann ich mich aber auch nicht mehr erinnern. Bei Kick-Ass 2 hat er Black Death gespielt. Kann ich mir auch nicht mehr erinnern. Hat er in einer Serie mitgespielt? Black Mirror. Ach, bei Black Mirror war der Typ auf dem Fahrrad. Der Typ auf dem Fahrrad. Ja, natürlich. Ja, genau. Ja, ich wusste doch, ich kenne das Gesicht. Stimmt. Und da hat der mir nämlich schon so gefallen. Stimmt. Okay, und die Allison Williams. Dr. Who hat auch schon mal mitgespielt. Was hatten die Allison Williams noch so gemacht? The Mindy Project in der Serie? Ah, ja. Sicario war auch dabei. Das habe ich vorhin schon gesagt. Also ich lese es nur gerade auch nochmal vor. Get Out auf jeden Fall angucken im Bereich Horror von mir, oder was heißt Horror? Thriller würde ich eher sagen, bei mir 9 Punkte. Und wow. Ja, das war es dann soweit mit den gesehenen Filmen. Ich guck mal, was hier in Stuttgart so in den Charts vertreten ist und bei den Neustarts. Kinocharts. In Stuttgart, auf Platz 10 ist Get Out. Schande, müsste viel höher platziert sein. Platz 9 ist Ein Dorf sieht schwarz, eine französische Komödie über ein kleines Kaff mitten im Nirgendwo, in dem plötzlich ein Arzt aus dem Kongo zieht, weil er dort einen Job bekommen hat. Dann Abgang mit Stil, der Zach Braff Film mit Morgan Freeman, Michael Caine, die eine Bank ausrauben wollen, weil ihre Pensionen eingefroren wurden. Sieht ziemlich cool aus. Ich habe es irgendwie bei Steven liebt Kino, habe ich das gesehen. Irgendwie hat mir echt gut gefallen. Muss ich sehen, vielleicht schaffe ich das noch irgendwie ins Kino. Platz 7 ist Happy Burnout. Da gibt es Freikarten zu gewinnen. War das bis heute eigentlich? Ich glaube ja, ne? Das musst du wissen. Warte mal. Doch, Gewinnspiel, Freikarten, Auslosung. Genau, müssen wir heute machen. Und das war doch nämlich heute. Genau, damit nämlich noch ein paar Leute reingehen können. Einsendschluss war 6.5., das heißt gestern. Jawohl. Und, hat sogar heute jemand noch mitgemacht. Die muss ich löschen, die Sabrina, leider. Hast den Einsendeschluss verpasst. Ich nochmal zurück hier zu den Charts. Also das machen wir nachher in dem Allgemeinteil. Conny und Co. ist auf Platz 6. Conny und Co. Teil 2, das Geheimnis des T-Rex. Platz 5 in Stuttgart, Die Schlümpfe, das verlorene Dorf. Platz 4, The Boss Baby, hält sich irgendwie erstaunlich lange. Platz 3, Die Schöne und das Biest. Platz 2 ist Fast and Furious Teil 8. Und Platz 1 ist Guardians of the Galaxy 2. Cool. Was für eine Überraschung. Habe ich noch nicht geguckt. Will ich noch machen. Musst du machen. In der Vorschau. Toll. Auf. Ja, ich denke mal, der
größte Neustart, oder? Ich scroll mal kurz durch. Ja, wird wahrscheinlich King Arthur Legend of the Sword sein mit Eric Bana und Charlie Hunnam. Und die planen wohl da so eine Filmreihe mit King Arthur. Da gab es ja mal diesen Film mit, war da nicht sogar Til Schweiger und irgendeine kleine Nebenrolle, also irgendein Hunnenkönig da. Und da wollen sie jetzt wohl eine kleine Reihe machen. Guy Ritchie hat es verfilmt. Der hat ja, seitdem er mit Madonna nicht mehr zusammen ist, hat er ja wieder einen Lauf. Könnte ganz cool werden. Der Trailer sieht auch nicht schlecht aus, würde ich sagen. Sehe ich genauso. Dann auf einen, was möchte ich mal noch mit hinweisen, das ist ein Dokumentarfilm, der läuft hier auch in einem Kino, zumindest in Stuttgart. Embrace, du bist schön, heißt das. Da geht es um das Thema Schönheitsideale. Ist von Nora Tschirner mit produziert, der Film. Und hat einige Reaktionen ausgelöst in diversen Blogs und Zeitschriften, die ich so lese, so mit Kinozeitungen und so. Also scheint zumindest ein bisschen mehr promotet zu werden, wahrscheinlich auch, weil Nora Tschirner den mitproduziert hat. Dann ein Film Überflieger, kleine Vögel, großes Geklapper. Ein Animationsfilm für die ganze Familie, in dem der kleine Sperling Richard sich für einen großen Storch hält und nach Afrika fliegen will. Oh, und für den Film bekomme ich, glaube ich, Karten, damit ich mir den angucken kann, damit ich ihn rezensieren kann. Und da werde ich mit meinem Kleinen reingehen. Also, wie viele Karten kriegst du? Zwei. Oh, schade. Ich wäre voll mit. Das hört sich ja zuckersüß an. Das ist keine Pressevorführung. Wir gehen halt in die normale rein. Dafür kriegt man halt zwei Karten. Da kannst du ja mitkommen. Musst halt, ja, sag's, ich sag dir dann mal Bescheid. Wird wahrscheinlich nächstes Wochenende irgendwie. Hört sich so goldig an. Ja, wobei die Filme, also da gibt es ja einige von diesen europäischen Animationsfilmen, da sind manche wirklich so vom Niveau, dass man als Erwachsener sagt, die Kinder finden ja wenigstens dann noch irgendwie, wenn da irgendwelche kuriosen Sachen passieren, wenn da irgendjemand irgendwo runterfällt oder irgendwas, das finden die ja noch lustig. Aber für Erwachsene geben die Storys meistens nicht so viel her. Also ich würde mir da nicht so viel, wie zum Beispiel das mit diesem Die Arche ist weg oder irgend sowas, weißt du, so. Es startet noch ein Film von Volker Schlöndorff, nämlich Rückkehr nach Montauk mit Stellan Skarsgård und Nina Hoss. Eine frei nach Max Frischs Erzählung Montauk erzählt Volker Schlöndorff die Geschichte von einem Schriftsteller, der versucht, seine alte Liebe wieder zurückzugewinnen. Okay. Es startet noch, das Ende ist erst der Anfang. Oh, das habe ich getippt. Oh, okay, dann weiß ich nicht, kommt bestimmt nicht in das Sneak. Ein schräges Drama aus Frankreich, in dem zwei kauzige Kopfgeldjäger auf die Jagd nach einem geklauten Handy gehen. Dann startet auch noch Keeper, ein Familiendrama über eine Teenager-Schwangerschaft und die große Frage, ob zwei junge Menschen eine Familie gründen können. Ein Tag wie kein anderer. Ist nicht von Nicholas Sparks, sondern eine meisterhafte Tragikomödie aus Israel über einen Familienvater, der die Trauer um seinen verstorbenen Sohn auf eigenwillige Art überwindet. So, was haben wir noch? Another Forever, die Stille um Alice, ist ein Drama um eine Frau, die nach dem Tod ihres Mannes auf einer Reise durch Europa wieder Kraft schöpfen will. Okay, nur so traurige Sachen hier. Ja, ich wollte gerade sagen, das sterben lauter Ehepartner. Okay. Ja, gruselig. Und dann startet noch ein russischer Film. Ein russischer Science-Fiction-Film. Deutscher Titel, Die Tänze des Todes. In einer postapokalyptischen Zukunft gibt es nur eine Möglichkeit zu überleben, tanzen. Step Up meets Sci-Fi. Aha. Also es ist quasi sowas wie die Tribute von Panembus, dass die halt nicht kämpfen, sondern tanzen müssen. Schätze ich mal. Okay. Okay. Naja, dann ich würde mal fast sagen, bei dem, was hier so angeboten wird, ist man fast mit den Sachen, die jetzt in Charts sind, noch ein bisschen besser aufgehoben. Guardians. Guardians nochmal für die es noch nicht gesehen haben. Get Out natürlich, für die es noch nicht gesehen haben. Und ja, die anderen haben wir euch ja schon größtenteils empfohlen gehabt. In unserem Games-Bereich haben wir ja nicht so häufig mal was drin. Heute möchte ich aber mal was empfehlen, auch wenn der Chris leider nicht da ist, der dann immer mein Sparringspartner bei solchen Themen ist, der sich ja mit Games noch halbwegs ein bisschen beschäftigt und auch was spielt und so. Und zwar
habe ich mir das Spiel Prey gekauft, weil ich habe das bei unseren lieben Kollegen von, GameFeature.de. Genau, ich war jetzt immer bei MovieFeature, also sind wir ja bei den. Bei GameFeature.de hatte ich das im Podcast gehört gehabt und da gab es zwei Triggerworte bei mir, nämlich einmal Bethesda, das ist nämlich der Game Developer oder wie sich das nennt, das Studio, was zum Beispiel Fallout gemacht hat, was ich ja so genial finde, was ich eigentlich immer noch spiele, kann man eigentlich gar niemand erzählen, weil die meisten sind da schon durch, schon längst und ich bin da eigentlich auch schon ziemlich weit durch, bei Far Cry bin ich durch und Far Cry, bei Far Harbor, bei der Mod bin ich durch und ja, mach da halt so noch ein bisschen, laufe ich ein bisschen rum und erweitere meine Siedlung. Macht mir immer noch total Spaß und dann haben die halt gesagt, dass das Prey wohl so ähnlich ist, so vom Aufbau her, bloß halt in einer Science-Fiction-Umgebung und ich bin noch nicht allzu weit, was vielleicht ganz gut ist, weil ich dann niemanden irgendwas kaputt spoiler. Wobei ich auch hier, wobei relativ am Anfang schon für mich ein What-the-fuck-Moment drin war, den ich auch niemanden kaputt machen möchte, deswegen werde ich den auch nicht erzählen. Der ist aber gleich am Anfang schon. Also es ist wirklich so ein bisschen, es beginnt zumindest so, alle, die jetzt vielleicht schon länger das Spiel spielen, die werden sich da vor den Kopf schlagen, so nach dem Motto, ach, der ist erst am Anfang oder so. Es ist fast ein bisschen so wie bei Half-Life, wo man halt in so einem Labor irgendwie ja, zu sich kommt, wo ein bisschen was schiefgegangen ist, wo irgendwelche komischen Wesen sind. Und so ungefähr ist es hier auch und es beginnt aber hier in so einer stylischen Wohnung und man zieht da seinen Raumanzug an und wie bei Half-Life, da zieht man ja auch erstmal so einen Suit an und genau, begibt sich dann in das Labor und dann geht halt einiges schief und das ist alles sehr, sehr genial gemacht und natürlich auch wieder, ja, ist ja auch viel System Shock, wer das noch kennt von ganz, ganz früher, ich kann mich noch erinnern, ich habe ja mal im Games-Bereich gearbeitet und da kam damals gerade so dieses erste System Shock raus und dann kam System Shock 2 raus und da sind alle auch dermaßen drauf abgegangen und ich habe das auch, mein Computer war damals zu schwach für System Shock 2, ich musste dann erstmal aufrüsten und habe das dann getan und war auch voll begeistert und das Gefühl ist hier wieder dermaßen da und ich habe mir das hier ich wollte es erst über Steam kaufen, da war es aber irgendwie 59 Euro und dann habe ich das hier über MMOGA, was mir der Chris ja empfohlen hatte, hier diese Plattform, wo man solche Spiele gleich online kaufen kann, also ganz legal, halt den Key von Steam, bloß die sind halt irgendwie, wahrscheinlich bündeln die das zu größeren Mengen oder sowas und kriegen da ganz andere Preise, da habe ich es irgendwie, Moment, ich gucke es gerade mal live rein, wie viel es jetzt ist, nicht, dass ich einen Sonderpreis erwischt habe, nee, da ist es nämlich 36,99 inklusive irgendeinem so Pre-Order-Package mit Schrotflinte und sonst was allem, jawohl. Kann ich empfehlen, ich kann es ja mal mit verlinken. Ganz, ganz tolles Spiel, ist auch jetzt erst rausgekommen. Deswegen, also wer auf dieser Welle mitschwimmen will und wenn ich dann jetzt in ein paar Wochen immer mal erzähle, wo ich gerade bin oder so, dann holt euch das mal. Spielt es der Chris schon? Hast du das mal bei ihm gesehen oder der kommt gerade zu nichts? Oder? Chris spielt gerade gar nichts, ja, nee. Der kommt gerade zu nichts. Gerade viel zu tun, deswegen ist er heute nicht dabei. Genau. Ja, also Prey von mir. Empfehlung, ich kann es jetzt noch nicht hundertprozentig empfehlen, weil ich jetzt noch relativ am Anfang stehe, aber ich sag mal, das gute Fallout 4 Handling gemischt mit System Shock und Half-Life Anleihen ist voll da, also ich bin total drin, spiele gerade nichts anderes mehr, außer vielleicht eine Runde Rocket League zwischendrin. Ja. Jo, und weiter geht's. Kates Filmrätsel. Was da sind wir wieder. Was gab es denn letzte Woche und was gibt es heute? Letzte Woche gab es einen Film aus den 60ern, der hieß El Dorado mit Western. John Habe ich ja Wayne. Gesagt. Natürlich ein Western. Wenn es da um eine Rinderfarm geht, kann es ja fast nur ein Western sein. Und der Thomas hat es erraten. Also ich weiß nicht, wie er das macht. Also ich suche mir immer schwere Sachen raus. Also ich hätte nicht gedacht, dass jemand auf El Dorado kommt, weil der ist wirklich, ich glaube, von 1962 oder so und der kam im Spätprogramm auf irgendeinem Spartensender. Ich mache es ja echt knifflig, aber der Thomas, nicht schlecht. Ich glaube, wenn du dir einfach mal selber einen Film einfallen lässt, eine Beschreibung, den es überhaupt nicht gibt, der Thomas findet es trotzdem aus. Ich glaube es auch, bestimmt. Also, das ist ein Filmfuchs, der Thomas.
Ja. Aber ich war natürlich wieder fleißig und habe wieder ein Rätsel. Ich habe das ganze, die ganze Beschreibung ist sehr lang. Ich habe die jetzt auf einen Satz gekürzt. Oh. Das ist. Ich sehe tote Menschen. Nicht ganz ich so weiß einfach es. Ist. Nein. Okay. Achtung. Am selben Abend tötet ein Killer 2 Richter des obersten Gerichtshofes der USA. Eine Jurastudentin stellt eine brisante Verschwörungstheorie auf über dieses Attentat. So rum. Das waren noch 2 Sätze. Ja, es waren 2, Entschuldigung. Ich hätte, wenn ich es anders betont hätte, wäre es mit einem Komma gewesen. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Jo. Also eine Ahnung? Nee. Nee. Da habe ich diesmal keine Ahnung. Das ist aber kein Western, das weiß ich, höre ich schon raus. Nee. Auch kein Science Fiction. Kein Western. Nee. Aber ran an die Tasten, schreibt es als Kommentar unter die Folge. Mir ist noch was eingefallen, das habe ich nämlich gar nicht eingetragen. Und zwar, wir haben ja jetzt schon öfter mal über eine Serie gesprochen oder ein Buch, was sehr, sehr heiß diskutiert wird. Vielleicht gerade die heiß diskutierteste Serie überhaupt. Netflix, Tote Mädchen lügen nicht. Nur so am Rande, wurde heute offiziell von Netflix eine 2. Staffel bestätigt. Gibt es da nochmal 13 Kassetten oder was? Nee, also es geht wohl, also die Grundstory waren natürlich diese 13 Kassetten und die Geschichte von Hannah Baker. Und es soll wohl es soll einfach weitererzählt werden, wie die Auswirkungen weitergehen. Ja, also es gab ja diesen Punkt, wo man sich dann gefragt hat, und jetzt? Was passiert jetzt nach der 13. Kassette? Und das soll wohl in der 2. Staffel erzählt werden. Es geht wohl hauptsächlich auch wieder um Hannah Baker. Also es ist jetzt nicht eine neue Story, so wie ich das verstanden habe. Also wie gesagt, Netflix hat es heute announced und hat gemeint, 2. Staffel, es geht weiter. Nur so am Rande. Okay, da bin ich ja mal gespannt, weil die erste war schon ziemlich gut. Hast du es durchgeguckt? Nee, noch nicht ganz. Mir fehlen noch irgendwie zwei Folgen oder so. Aber die wird ja auch immer besser. Die beiden sind die besten. Ja, nee, gucke ich noch. Ich muss noch ein paar andere Sachen gucken. Wir haben ja auch am Dienstag wieder Aufnahme von Fortsetzung folgt. Ich gucke mal da ins Dokument. Ich spicke da mal rein, was wir da haben. Also wir haben American Gods von Amazon. Girl Boss von Netflix, das habe ich schon geguckt, fand ich scheiße. Die erste Folge war cool und die zweite dann nicht mehr so, fand ich. Ich habe ja nur eine geguckt, aber die, und The Handmaid's Tale. Ja, das ist geil. Also, das ist mit Alexis Bledel von Gilmore Girls. Das ist, also da habe ich Trailer gesehen. Die habe ich noch nicht geguckt. Cool, also ich muss noch, also ich habe bis jetzt nur Girlboss geguckt und und das war's. Ich muss die anderen 2 noch gucken bis Dienstag. Na dann auf. Ja, mache ich schon irgendwie. Okay, dann gucken wir mal in das Gewinnspiel rein hier. Es gab zu gewinnen 2x2 Freikarten für Happy Burnout, den wir auch empfohlen hatten. Und ich habe jetzt gerade die Datei hier offen. So, die Sabrina fällt leider raus hier. Wo kam die denn her eigentlich? Aus Kelkheim, aha. Ja, du hast leider zu spät mitgemacht. Also am 7.5. Leider. Okay, das heißt also. Okay, das ist hier. Aha. Wir haben also 2. Achso, es fängt bei 2 an. 2 von zwei, zwischen 2 und 17, das brauche ich mal. Wie ist das? Random.org? Oder machst du das? Ich kann es so machen. Ich kann mir auch einfach frei irgendwelche Zahlen überlegen. Kannst du auch. Also zwischen 2 und 17. Weil die erste Reihe ist bei mir, da steht hier der Name und sowas, die Überschriften. Zwischen 2 und 17 brauche ich jetzt mal 2 Zahlen. Fangen wir mit einer meiner Lieblingszahlen. Nee, warte mal, stopp mal, ich muss mal eins löschen. Hier hat eine doppelt mitgemacht. Hat wahrscheinlich also nur bis 16. Aussehen. Warte mal ganz kurz. Ich überprüfe mal ganz kurz noch die restlichen. Nicht die Inhalte löschen, sondern die ganze Zeile löschen. So, jetzt. Okay, hat wahrscheinlich
zweimal schnell kurz hintereinander auf Senden geklickt. Da stand es zweimal drin, weil das, die Zeit war die gleiche. Komisch. Ja, okay, jetzt passt. Also 2 bis 16. Okay, wir fangen mit einer meiner Lieblingszahlen an, und zwar der 13. Die 13? Ja. Lösung ist Wotan Wilke Möhring. Passt. Die Daniela aus Volkach. Herzlichen Glückwunsch, Daniela aus Volkach. Ich markiere das mal farbig. So, jetzt brauchen wir noch zwischen 2 und 16, nicht mehr die 13. Ich mag ja auch die 9. Die 9, das ist die Bettina aus Münster. So, die restlichen Daten sind der Redaktion bekannt. Das heißt, diesmal habe ich nämlich gleich mitgeschrieben, bitte mal die Adresse mit eintragen. Kann ich nämlich gleich verschicken, dann kommen die rechtzeitig an. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Da steht ja hier gerade der Willems, der Superluca und so. Die üblichen Verdächtigen haben auch mitgemacht. Ja, leider nicht gewonnen diesmal. Aber es haben nicht viele mitgemacht. Also die Chance war relativ groß hier. Ja. Und Daniela und Bettina, zwei Frauen haben es gewonnen. Ihr kriegt jeweils 2 Freikarten für Happy Burnout. Die gelten in allen Kinos in Deutschland. Und da geht er einfach hin und zeigt die Karte, wenn er eure Kinotickets kaufen wollt, und dann bezahlt ihr nichts dafür. Wünsche euch viel Spaß in dem Film. Wäre cool, wenn ihr dann vielleicht mal einen Kommentar da lasst, wenn ihr den Film gesehen habt, wie ihr ihn fandet. Einfach unter irgendeinen aktuellen Beitrag hier vom Kinocast. Das wäre cool. Würde ich mich freuen. So, ich lasse gleich mal hier das Formular offen. Dann kann ich nämlich nachher gleich die Briefe fertig machen hier. So, wo konnte ich das jetzt hier einstellen, dass da keine Antworten mehr angenommen werden? Hier. So, okay. Alles klar. Dann möchte ich euch noch darauf hinweisen, das war jetzt nicht das einzige Gewinnspiel, sondern wir haben ja noch das Gewinnspiel laufen von der Blu-ray für The Run Around. The Run Around. Das ist in dem Beitrag von dem Kinocast von der vergangenen Woche. Könntet ihr das finden? Ich werde es auch mal mit in den Shownotes verlinken. Da gibt es die Frage zu beantworten. Blu-ray. Die hast du ja gemacht. Ne? Bitte? Genau. Es gibt eine Blu-ray zu gewinnen. Wie hieß die Schauspielerin? Wie heißt der Charakter? Ach so, ich wusste nicht mehr genau, deswegen habe ich beides hingeschrieben. Ja, beides. Also zum Beispiel Meta Golding spielt Kelly, Annalie Tipton spielt Ginny und Rebecca Drisdale spielt Lizzie. Die waren da sehr einfallsreich bei der Namensgebung, immer alles mit ihr hinten dran. Ja, ich guck mal, hat da überhaupt schon jemand mitgemacht, weil sie, noch nicht so viele. Ist eine etwas schwere Frage. Okay. Aber bis jetzt haben es alle richtig, wenn ich das sehe. Also die schon mitgemacht haben, ihr habt es schon mal richtig, die 5 Leute. Wer noch eine Blu-ray gewinnen will. Also, du hast den Beitrag verborgen, ne? Was habe ich? Du hast den Beitrag verborgen, oder? Habe ich das? Nö. Dass niemand sieht. Ich weiß es nicht. Nö, bei The Runaround von letzter Woche. Wenn du ein bisschen nach unten scrollst, unter unseren Wertungen und Shownotes ist da dieses Ding sie da. Ach, da. Ja. Okay, ich sehe schon. Ja, genau. Da direkt über diesen Podcast-Anhörer-Player. Ja, da könnt ihr noch mitmachen. Und wir haben auch diesmal wieder, aber die, die dürfen wir dann nicht verlosen. Darüber werden wir aber nächste Woche sprechen. Wir haben wieder ein paar bekommen. Ich bekomme aber zu beiden noch Verlosungsmaterial. Bloß die Rezensionsexemplare, die wir hier bekommen haben, die muss ich wieder zurückschicken an den Verleih. Da wird es dann nächste Woche was zu gewinnen geben, nämlich Morris aus Amerika. Das soll wohl ein ziemlich guter Film sein. Und Das Versprechen. Da wird es ein schönes Package zu gewinnen geben. Mit Buch zum Film und sowas. Also ja, seid gespannt. Ich hoffe, dass bis nächste Woche alles da ist. Dann können wir da loslegen. Aber nächste Woche verlosen wir erstmal Runaround. Bis dahin könnt ihr da noch mitmachen. Okay, na ansonsten sind wir eigentlich, Kommentare hatten wir noch, und zwar der Thomas hatte nämlich außer seiner richtigen Lösung, hat er am Freitag den neuen Film auf Netflix angesehen, nämlich Handsome. Der Film wäre ein guter Pilotfilm für eine Serie, aber als Spielfilm taugt er wenig. Es tauchen allerhand Gaststars auf, zum Beispiel Kaley Cuoco, bekannt aus Big Bang Theory, Lea Remini, sagt mir nix. Das ist die aus King of Queens. Ah,
Die Frau von... Ja. Aha. Sind aber wenig relevant. Es gab einige lustige Szenen und tolle Aufführungen und gute Charaktere. Bloß wurde halt am Anfang schon das Geheimnis des Films enthüllt, was 50% des Films verdorben hatte. Oh, 3,5 von 10. Okay. Hm. Ja gut, Netflix. Wer das Package hat, kann ja mal reingucken. Mein Kelly Kuku mal in einer anderen Rolle zu sehen. Spricht die sich überhaupt Kuku? Das klingt mir immer so komisch. Doch, das heißt irgendwie Kelly Kuoko. Quacko. Quacko. Keine Ahnung. So die hat das mal 50.000 Mal schon erzählt, wie man das richtig ausspricht, aber keiner kann es merken. Oder so. Quacomole. Quacko. Keine Ahnung. Okay. Kann die nicht mal irgendjemand heiraten, irgendwie Smith heißt oder sowas? Nein. Ist sie nicht verheiratet? Mit jemand, der Kuku heißt oder was? Nee. Die ist doch verheiratet, aber den Namen nicht. Hat ihren Namen behalten, okay. Naja, wie auch immer. Vielleicht weiß das jemand von unseren geschätzten Hörern, wie da die Familienverhältnisse sind. Vielleicht liest jemand die gelben Seiten. Nee, wie heißen die? Yellow Pages. Ich schau mal nach, was ihr so auf Amazon oder über Amazon über unsere Links bestellt habt in der vergangenen Woche. Aber zuerst muss ich mal einen Schluck trinken. Trockenen Mund, ne? Weil ich nämlich so viel erzählt habe heute. So, in den letzten 7 Tagen, hat jemand bestellt, Red Bull Sugar-Free Energy Drink, ein 24er-Pack, wow. Wenn es günstig ist. 17,64 €. Zuckerfrei, das ist doch aber evil, da ist doch bestimmt irgendein Zuckerersatzstoff drin. Ehrlich gesagt, die Zeros schmecken echt gut. Oh, ich sehe was von irgendwie, Xanthan und Acesulfam und, naja, ich weiß nicht, Red Bull an sich, aufgrund der diversen Sportinvestments. dann hat noch jemand bestellt ein Buch, Wandertouren für Langschläfer, zum Beispiel Harz, 34 reizvolle Halbtagestouren. Das ist ideal, kann man ausschlafen und dann ein bisschen wandern gehen im Harz. Ist ja sehr schön. War ich als Kind auch ab und zu mal im Harz. Also in der Seite, die quasi auf unserer Seite der Grenze war. Muss man ja sagen, ne? Weil da, wo du hin durftest. Ich glaube, der Harz ist ja auch in Hessen, ne? Gibt es ja auch irgendwie einen Teil vom Harz, oder? Ich denke. Ging die Grenze nicht oben irgendwie in der Nähe vom Brocken irgendwie lang? Ich glaube ja, ne? War ein Erdkunde nie so. Naja. Okay, war nicht so viel diese Woche in Bestellung, aber ja, vielleicht ist dann dieses Mal wieder was dabei. Ich verlinke auch wieder so die Filme, gut, über die wir gesprochen haben. Die wird es jetzt noch nicht als Blu-ray zum Verlinken geben, aber ich mache mal ein paar Filmtipps mit rein, was gerade so läuft. Auf Sky kam jetzt gerade wieder gestern irgendwie alle Star Wars Filme hintereinander. Auf irgendwie Sky, ja. Cinema Hits oder sowas. Heute Morgen auch. Bin ich gleich mal hängen geblieben. Ne? Mein Kleiner hat auch mitgeguckt. Ne? Und der guckt ja diese ganzen Animationsfilme von Star Wars und Lego Star Wars und sowas. Und der ist da erstaunlich, dem ist das eigentlich fast egal, was er guckt. Ob er jetzt Animation guckt oder Realfilm oder so. Das guckt ja alles, ne? Also ist er voll dabei. Star Wars. Ne? Hat er auch erkannt gleich, das ist doch Yoda und so. Ja. Oh, jetzt hat sich gerade noch mehr entfaltet hier. Jetzt habe ich gerade refreshed bei Amazon. Jetzt ist noch ein LAN-Patch-Kabel erschienen und Musik. Was ist das? Ach, die Toten Hosen. Laune der Natur hat jemand bestellt. Doppel-CD. Glaube ich, die neue CD von Toten Hosen. Hatte ich irgendwie bei der Luise mal gesehen auf Instagram oder sowas, dass die da auch sich gefreut hat, dass es kommt. Na, vielen Dank an alle, die da was bestellt haben. Und wenn ihr einen Kinocast unterstützen wollt, macht das einfach. Bestellt da was über Amazon oder wenn ihr sagt, nö, ich brauche nichts von Amazon, ich habe schon alles, dann gibt es auch die Möglichkeit, wenn ihr ganz oben auf unsere Seite scrollt, gibt es irgendwie so einen Punkt, der heißt, gibt es den noch? Irgendwo gab es doch. Ach ja, genau, links oben, danke. Also ganz links oben und wenn man da draufklickt, steht so ein bisschen was da und es steht ganz oben zum Beispiel Auphonic. Das ist der Dienst, den wir nutzen, damit die Sendungen immer so gut wie möglich klingen. Also der bügelt dann so kleine Sachen aus oder sorgt dafür, dass alle Stimmen ungefähr gleich laut sind oder dass irgendwelche Störgeräusche rausgefiltert werden. Und das kostet im Monat ungefähr 10 Euro, der Dienst. Und wir können uns dort aber auch durch einen Einmalbetrag
in verschiedenen Höhe könnt ihr uns Zeit schenken, also Bearbeitungszeit. Man kauft dort nämlich Zeit und man kann dort zum Beispiel für 5 Euro kann man uns schon mal, ich glaube, 10 Stunden oder so kaufen. Und das hilft dann auch schon mal einiges. Ne? Könnt ihr auch beim Chris bestimmt machen auf pausentee.net. Der hat vorhin eine neue Sendung aufgenommen, hat er noch gesagt. Geht es bestimmt um die, jetzt hätte ich mal gesagt, Fußball-WM, aber nee, ist ja Eishockey-WM. Da geht es ja auch ziemlich... Hat, glaub ich, ja? Er hatte die Woche auch ein Interview mit jemandem gehabt. Oh. Das ist da wohl auch mit dabei. Ui. Und jetzt geht es ja jetzt richtig los hier. Also wenn ihr euch für Eishockey interessiert oder wenn ihr euch nicht dafür interessiert, dann hört mal rein. Danach interessiert ihr euch dann auf jeden Fall dafür. Und genau, dann unterstützt auch pausentee.net. Okay, dann wenn du nichts mehr hast, Kate, dann vielen Dank an alle fürs Zuhören. Kate, an dich fürs Mitmachen. Schreibt fleißig Kommentare und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Und jetzt kommt der Trailer zum Film. Was ist das denn? Ein Restfrikassee. Irgendwann vergiftest du dich. Tot nerv ich dich wenigstens nicht mehr. Papa! Ich habe einen kleinen Job für Sie. Ein Computerkurs für meinen Vater. Ich kann die Dinger nicht leiden. Also, klicken Sie auf Servi. Wie geht's, Papa? Unten an der Leiste ist ein Symbol. Funktioniert nicht. Und haben Sie das Fenster geöffnet? Erledigt. Funktioniert aber immer noch nicht. Ich fühle mich so allein seit dem Tod von Madeleine. Auf der Suche nach einer dauerhaften Liebesbeziehung. Caroline. Dauphine. Lucette. Das ist ja eine Teufelsmaschine. Sie haben eine Verabredung? Sie müssen für mich hingehen. Nein. Nein. Kommt nicht in Frage. Wieso musste ich Sinologe sein? Nur einen Abend lang. Sie hat sowieso keine Ahnung. Wan Shang Hao. Hab's heute früh auswendig gelernt. Ich mochte sofort deine Art zu schreiben. Du bist einfach nicht so wie die anderen. Sie war meinem Charme erlegen. Ist das gut gelaufen? Oh, dann haben Sie mich erschreckt. Gleich beim ersten Treffen ab in die Kiste. Wir leben nicht mehr im 20. Jahrhundert. So war das nicht vereinbart. Ich bin soeben nach Hause gekommen und finde keinen Schlaf. So sehr hat mich unsere Begegnung aufgewühlt. Sie schreiben hier ständig in meinem Namen. Und Sie vögeln in meinem Namen. Ich finde, du siehst gut aus. Guten Tag. Ich heiße Pierre. Ich sage dir die Wahrheit. Dann sehen wir, für wen sie sich entscheidet. Immerhin habe ich sie verführt. Hat sie von Liebe geredet? Nein. Heutzutage sagt man das nicht, wenn man sich kaum kennt. Ja, man schläft miteinander, dann redet man. Hast du jemanden kennengelernt? Wie alt ist sie? 31. Du hattest recht. Ist einfach wunderbar, das Internet.